Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, ich habe geschrubbt wie ein Weltmeister und der Schimmel geht nicht ab aus den Fugen, obwohl ich hier sogar Essig und Backpulver verwendet habe. Aber das hat in dem Fall auch nichts mehr gebracht. Oftmals hilft es noch, aber in dem Fall leider nicht mehr. Von daher muss ich jetzt hier was anderes herhaben. Und da habe ich vom Fugenheld hier ein Fugenstift bekommen, womit man einfach die Fugen überstreichen soll, beziehungsweise den Schimmel überstreichen soll und dieser dann weg ist. Vorweg möchte ich kurz erwähnen, bei dem Video handelt es sich um eine Produktplatzierung. Das hatte ich auch eingangs im Video markiert. So viel nur dazu. Und ja, wir werden das gleich ausprobieren. Der Fugenheld, den gibt es aktuell in zwei Farben. Einmal in weiß und einmal in lichtgrau. Ich werde den weißen Fugenstift verwenden, weil ich nur weiße Fugen habe. Und wir werden das ausprobieren. Die Anwendung ist sehr einfach. Den Fliesen einfach reinigen. Ihr habt das gerade gesehen, das habe ich ordentlich gemacht. Wenn man es möchte, kann man auch noch mit Spiritus die Fugen reinigen und danach sollte man die Fugen abkleben mit Kreppband und dann trägt man es einfach hier mit diesem Fugenstift auf. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Wer so einen Lackstift vom Auto kennt oder auch vielleicht Nagellack, das ist im Prinzip von der Anwendung her nichts anderes. Also sollte sich, denke ich, jeder damit auch auskennen. Und ich werde euch noch im Laufe des Videos ein bisschen über das Produkt auch was erklären und ich würde sagen, bevor ich dazu aber komme, probieren wir es erstmal aus, weil darum geht es ja auch, wie sieht das tatsächlich aus, wenn wir das jetzt auf die Fugen aufgetragen haben, deckt das auch den Schimmel, den man bei mir in den Fugen sehen kann, tatsächlich richtig ab, weil wichtig ist ja auch, wenn wir das dann angestrichen haben, wir wollen ja nicht, dass es durchschimmert, weil sonst müssten wir halt, die letzte Alternative wäre halt, die Fugen rauszukratzen und es neu zu verfugen und ehrlich gesagt, für das Badezimmer hier im Keller möchte ich das nicht, da ist mir einfach der Aufwand viel zu hoch und deshalb hoffe ich und denke, dass hier der Fugenheld das geeignete Produkt für mein Problem ist. So, hier in dem Bereich werden wir jetzt den Fugenheld mal anwenden. Dann könnt ihr auch schön den Vorher- und Nachher-Effekt sehen. Prägt es euch gut ein, wie es jetzt aussieht. Ich hoffe, dass es gleich besser aussieht. Hier ist auch noch eine kleine Bedienungsanleitung beim Fugenheld dabei gewesen. Ich zeige euch das mal in die Kamera. Wer möchte, kann sich das gerne durchlesen. Dann drückt einfach jetzt auf den Play-Button, wo ihr die Pause machen könnt. Dann habt ihr genug Zeit, euch das durchzulesen. Hier steht auch drin, dass man es mit warmem Wasser sauber machen kann. Das Ganze habe ich schon gemacht. Also man sollte natürlich den Staub runter machen von den Fliesenfugen oder Fliesen, auch so lose Sachen, wenn jetzt hier irgendwo noch was hängt, alles runter machen. Es sollte halt eine recht saubere Fläche sein, bis auf den Schimmel darf nichts mehr überbleiben, weil Hintergrund ist einfach, wenn ihr jetzt irgendwo Staubeinschlüsse noch habt, dann pinselt ihr das natürlich mit ein und dann hättet ihr es nachher in der Fuge sozusagen mit dem Fugenheld mit der Farbe versiegelt und das sieht einfach nicht schön aus. Von daher eine gründliche Vorreinigung ist auf jeden Fall hier erforderlich. Was ihr auch noch machen solltet, wenn ihr jetzt irgendwo streicht, habt in der Dusche, Badewanne oder irgendwas, legt euch das mit Zeitungspapier oder irgendwas anderem aus, falls ihr irgendwie tropft mit der Farbe, dass das nicht unten in eure Fliesenfugen geht, wo ihr es vielleicht nicht haben möchtet, oder in der Badewanne oder Duschtasse irgendwo eintrocknet, dann habt ihr ein Problem, weil solange es flüssig ist, kriegt ihr es ohne Mühe wieder abgewaschen, aber wenn es dann eintrocknet, wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger, da muss man ein bisschen kratzen und um das einfach zu vermeiden, deckt es halt einfach ab. Die zweite Vorarbeit neben der Vorreinigung ist jetzt die Fliesenfugen einmal mit Krepppapier abzukleben. Ich denke, kaum einer von uns hat so eine ruhige Hand, dass man tatsächlich nur die Fliesenfuge erwischt beim Anmalen. Von daher kleben wir das mit Krepppapier jetzt ordentlich ab. Wie das geht, zeige ich euch jetzt im Video nicht, weil ich denke, jeder weiß das. Ansonsten werdet ihr natürlich auch gleich sehen, wie ich das meine und wie es dann auch aussieht. Die Vorbereitungsarbeiten sind jetzt abgeschlossen. Wir haben es gründlich vorher gereinigt. Die Fliesen und Fliesenfugen sind jetzt auch trocken abgeklebt. Jetzt können wir anfangen mit dem Streichen hier mit unserem Fugenheld. Und ich bin schon gespannt, wie gut das geht. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Fangen hier mal an der Stelle an, wo wirklich der meiste Schimmel ist. Und da streichen wir das jetzt gleichmäßig drüber. Weil wir das abgeklebt haben, können wir da ruhig ein bisschen gröber vorgehen. Also ihr solltet es auf keinen Fall ausprobieren, es ohne Abkleben zu machen, macht euch die Vorarbeit, umso einfacher habt das jetzt halt, weil ihr seht schon, ich hätte hier überall schon die Fliesen erwischt. Aus dem Grund, ganz wichtig, Abkleben nicht vergessen. So eine Flasche soll übrigens für 15 Meter Fugen halten. Ich habe jetzt allerdings keine Angaben gefunden, wie dick die Fugen sein dürfen. Ich gehe mal davon aus, dass eine Fuge in der Regel von der Dicke her
gemeint ist wie meine. Und ja, 15 Meter, das ist ein ganz schönes Eck. Da sollte ich also für mein Badezimmer hinkommen. Da es auch nicht ganz so groß ist. Ich werde euch jetzt hier aber in dem Video nur den Teilbereich hier mal zeigen, dass man einfach auch mal so einen Vorher- und Nachher-Effekt sehen kann. Ja, jetzt habe ich den Bereich eingepinselt mit dem Fugenheld, was ich euch hier im Video mal zeigen sollte. Solange die Farbe vom Fugenheld jetzt noch nass ist oder feucht ist, sollen wir auch unser Krepppapier abziehen. Einfach aus dem Grund, wenn das jetzt antrocknen würde, könnte es sein, dass wir hier wieder Teile aus der Fuge rausbrechen würden von der Farbe. Dann wäre auch die Versiegelung nicht mehr 100% gegeben und dann könnte es tatsächlich sein, dass wieder Schimmel durch die Fuge durchkommt. Wenn ihr das jetzt aber in einem feuchten Zustand abzieht, kann das nicht passieren, denn der Fugenheld hat auch so ein Antipilzmittel als Bestandteil in seiner Farbe mit drin und vermeidet so auch eine neue Schimmelneubildung, aber deckt auch den alten Schimmelpilz komplett ab, sodass dieser nicht durchkommt. Aus dem Grund ziehen wir jetzt einmal hier unser Krepppapier ab. Und jetzt wird sich natürlich auch zeigen, wie sauber ich gearbeitet habe. Wenn ich jetzt nicht 100% abgeklebt habe, dann werden wir den Salat nämlich haben. Dann haben wir vielleicht auch ein bisschen die Fugen mitgenommen, aber das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Hier seht ihr jetzt das fast fertige Ergebnis. Das Kreppband ist komplett abgezogen. Wenn immer mal so ein bisschen Farbe, was beim Abziehen vielleicht auch passieren kann, oder ihr habt vielleicht doch nicht 100% abgeklebt, so ein bisschen hier an den Fliesenrändern ist, könnt ihr das mit einer Rasierklinge oder mit einem Fingernagel auch vorsichtig abkratzen. Achtet halt darauf, dass ihr das aus der Fuge nicht wieder rauskratzt, damit diese auch versiegelt bleibt. Wir müssen jetzt nochmal warten. Das Endergebnis sehen wir erst nach 2 bis 3 Stunden. So lange braucht unser Fugenheld, bis er ausgetrocknet ist. Und dann sollte man aber auch weitere 12 Stunden warten, ehe man das wieder anfängt zu reinigen, damit man halt auch in dem Fall nicht mit dem Schwamm wieder den Fugenheld aus der Fuge rauswischt. Ich habe jetzt 3 Stunden abgewartet und nun ist die Farbe komplett eingetrocknet. Ich bin jetzt auch gerade schon mal so mit dem Finger rübergegangen und hatte dann auch keine Farbe mehr im Finger gehabt. Von daher wunderbar und so sieht jetzt letztendlich das Endergebnis aus, wie ich finde, wirklich ganz gut. Also die Farbe hat komplett abgedeckt, gerade so, wenn ihr euch erinnern könnt, hier in dem Bereich war ja ein richtig tief schwarzer Punkt. Nach nur einem Anstrich sieht man wirklich gar nichts mehr. Also ja, ich will fast schon sagen, ich bin begeistert von der Farbe. Das hat wunderbar geklappt. Man kommt auch relativ zügig voran. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier tagelang beschäftigt bin an meinem Badezimmer. Man muss halt einfach einmal alles sauber machen, abkleben und dann kann man einfach lospinseln. So, und damit kommen wir auch langsam zum Ende des Videos. Ihr habt gesehen, wie die Fugen vorher aussahen und wie sie jetzt aussehen, nachdem wir sie hier mit dem Fugenheld angestrichen haben. Ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden mit dem Produkt. Es hat sich einfach verarbeiten lassen. Ich habe jetzt nicht irgendwie viel Vorbereitungszeit gehabt. Ich musste es einmal sauber machen, dann natürlich abkleben, damit ich mir nicht die Fliesen noch anmale. Falls es doch mal passiert, Farbe ist wasserlöslich. Solange es noch nicht eingetrocknet ist, könnt ihr das mit Wasser noch abwaschen oder halt ein bisschen mit dem Fingernagel auch abholen oder einer Rasierklinge. Das geht wunderbar. Ja, weitere Vorteile vom Fugenheld sind halt, er ist recht günstig. Überlegt mal, wie teuer es wäre, jetzt sämtliche Fliesenfugen auszukratzen und neu zu verfugen. Vielleicht macht man dabei sogar beim Auskratzen noch die Fliesen kaputt. Dann müsst ihr nachher komplett neu fliesen. Das kann euch hier mit dem Fugenheld nicht passieren. Es gibt auch ziemlich starke Chlorreiniger zum Beispiel, die auch versprechen, dass man Schimmel mit aus Fugen rausholt. Das mag bis zu einem bestimmten Grad auch klappen. Allerdings sind diese Chlorreiniger dann auch schon gesundheitsbedenklich, was man hier vom Fugenheld nicht sagen kann. Langzeitstudien haben ergeben, dass also das Produkt nicht gesundheitsgefährdend oder schädlich ist. Und ich finde, man riecht es auch. Es riecht wirklich nahezu neutral. Nicht wie Nagellack oder andere Lacke, die man kennt, die wirklich ziemlich stark riechen. Das habe ich hier nicht. Und ja, die Vorteile habe ich eigentlich schon genannt. Ein Vorteil, ich glaube, ich habe es aber auch vorhin auch schon gesagt, möchte ich trotzdem noch nicht mal unerwähnt lassen. Hier sind so eine Fungizidbestandteile mit dabei gemischt, in geringen Mengen in der Farbe. Und die sorgen dafür, dass auf den neuen Anstrich kein weiterer Schimmel mehr entsteht. Das ist auch ein Vorteil, wenn ihr jetzt tatsächlich mit einem Chlorreiniger die Fliesenfuge sauber bekommt. Ist aber wieder nicht gewährleistet, dass in ein paar Monaten oder 1 oder 2 Jahren oder wie auch immer sich da wieder Schimmel absetzt.
Das kann euch hiermit einfach nicht passieren. Ja, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wer Interesse an das Produkt hat oder weitere Informationen haben möchte, ich habe euch unten in der Videobeschreibung mal einen Link hierzu reingepackt. Schaut gerne mal nach, probiert es vielleicht auch mal aus. Schreibt mir dann auch einfach mal in den Kommentaren rein, wie ihr mit dem Produkt zurechtgekommen seid, wie ihr es fandet. Es gibt derzeit zwei Farben, hatte ich ja gesagt, Licht, Grau und Weiß. Und ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr das auch gerne unten in den Kommentaren loswerden. Und wenn euch das Video hier gefallen hat und auch weitergeholfen hat, zeigt es mir bitte mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!